So, was brauchen wir? Stockmeißel. Hier ist meiner Smoker Brennshow. Ich habe mit der Regie gerade hier die Segeberger gecheckt. Da haben wir wieder ein bisschen ein kleines Problem. Könnt ihr da reinschauen in das Video. Aber heute geht es, also beziehungsweise jetzt in dem Video, was machen wir? Wir machen die Dardant vorne, weil da war ich ja so völlig das letzte Mal in Erinnerung habe. Da will ich gerne eine Wabe mehr rein haben, dass sie es ausbauen. Die sind ja schon einmal gefüttert worden. Da will ich einfach sehen, wie schaut es einfach aus. Ja, nicht mehr oder weniger. Und ich überlege schon, wann ich sie jetzt käfigen soll, wegen der Sommervaroa-Behandlung. Da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits sage ich, könnte ich gleich machen. Andererseits denke ich mir, die Varroa-Belastung ist noch nicht, gar nicht so hoch, aber jetzt zu der jetzigen Zeit gibt es einen ganz einfachen Trick, da werde ich aber extra ein separates Video drüber machen. Da geht es um den Schüttelbecher, den gibt es von verschiedensten Herstellern. Ich blende euch dann, wenn ich das Video mache, ganz viele ein, weil wir haben da ein paar getestet im Imkerverein und mein persönlicher Favorit, ja, der ist nicht schlecht, der ist wirklich nicht schlecht. Gleich, kleiner Cut. Da kann man relativ einfach und schnell den Befallsgrad feststellen. Das werde ich mit euch machen, aber in einem separaten Video. Jetzt schauen wir mal einfach so die Dardant an und checken wir die. 1, 2, Test. So, dann greift man es an. Schleier drüber. Stockmeißel, Smoker. Gut, dann erste Amtshandlung, wir schalten die Wagen aus. Und warum schalte ich beide Wagen aus? Weil ihr, hier steht's, ja, hier. Okay, so, dann greift man es an, jetzt bin ich gespannt, weil die werden gefüttert im Moment, wie es da oben zugeht. Oh, da sind viele, Ladies drin, die hängen am Deckel und überall. Warte mal. So. Gut. Dann fangen wir mal an. Jetzt kriegen sie ein bisschen Rauch, dass sie ein bisschen runtergehen. Das ist wahrscheinlich so. Na doch, es ist nicht die letzte Durchsicht bei dem Volk, weil wir ja. Ja, was willst du denn? Weil wir ja die Käfigen. Ah, die haben den Eimer hier angeklebt. Hoppala, hoppala, hoppala. Jetzt habe ich euch hier runtergeschubst. Das ist nicht gut. So, jetzt. Dann schön gemütlich alles runter hier. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt haben da unten jetzt. Wie viel Futter sie jetzt haben, weil ich denke mal, die haben ziemlich viel Futter. Ja. Beim nächsten Volk dann machen wir sogar den Schütteltest, den Bechertest und schauen wir mal, wie viele Varroen im Volk sind. Ah, ist das voll. Schaut euch mal das an. Seht ihr das? Ja. So. Also Bienen sind viel zu Hause, eigentlich alle. Sag mal. Da wie sie oben drauf gebaut haben. Wahnsinn. So, warte mal, seht ihr alles? Ja. Also. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt hätte ich schon gedacht, ich hätte eine im Schuh. Aber ich habe zum Glück Sicherheitsschuhe an. Also von dem her, da kann nichts passieren. So. Jetzt schauen wir mal rein. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich hätte gern eine Wabe mehr. Und das tun wir dieses Mal auch. Also ich setze jetzt die hier weiter hinter. Dann, ich weiß ja, wo setzt man die neue Wabe hin? Jetzt schauen wir mal, wir setzen die neue Wabe dahin, wo am meisten Brut ist. Ja. Also zwischen Brut und, boah, die ist schwer. Also, hier haben wir
nur Futter, also wirklich nur Futter und viele, viele, viele arbeitslose Bienen, weil halt draußen im Moment kein Tracht reinkommt. Ne? Aber da ist nichts am Brut. Also erweitern wir nicht hier, weil sonst machen sie uns hier eine Dickwabe und das wollen wir nicht. Ja? Boah, es stürmt hier, das ist wirklich Wahnsinn. Dann schauen wir mal hier. Geht's mal weg, Ladies, ein bisschen. Hier haben wir Pollen. Hier haben wir Pollen. Also nehme ich an, ist die nächste Wabe eine Brutwabe. Und wir haben viele Männer noch. Ja, hier. Wo ist er? Naja, wir finden bestimmt noch welche. So ist schön. So ist wirklich schön. Also erweitern wir hier. Dann ist das nämlich auch schon erledigt. So. Und da werden wir bei der nächsten Durchsicht mal sehen, wie sie das hier ausgebaut haben. Ich tippe mal fertig, ja. Die sind dann ist komplett ausgebaut. So, jetzt. Die Regie bringt. Oh, hier ist die Königin. Ja, schaut mal, was immer heißt. Die da unten sind böse. Nein, die sind auch nicht böse. Die wollen einfach nur sitzen. Ja, die sind halt arbeitslos im Moment, weil kein Tracht kommt. Hier ist die Königin. Die werden wir nächstes Jahr aber austauschen. Und sie sind schön brav. Ja. Was ist das? Okay, also Puderzucker. Ein Löffel. Nein, ich habe keinen herum. Was? Cremissimo? Nein, ist kein Cremissimo. Da ist Puderzucker drin für die Puderzuckermethode. Ich bräuchte irgendein, ja, irgendwas, ich finde schon was. So, jetzt schauen wir mal die hier. Mich interessiert jetzt eigentlich im Prinzip, wie viel Brut ist vorhanden. Ich finde das so schön, wenn man da hier so durchfährt. Ja? Das kitzelt. Das kitzelt richtig schön. Also weil die kleinen Füßchen, ja, weil die. Ja. Aber die sind ganz lieb. Also hier ist wirklich komplett bestiftet. Andere Seite. Hier auch, also. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah! Jetzt bin ich erschrocken. Ich habe den Holzspieß da reingedrückt. Also das war keine Biene. Wir brauchen aber ein bisschen Rauch. So, dass sie ein bisschen weiter runter gehen. Weil wir wollen ja keine quetschen. Ja. Wo hat sich mein Stockmeißel hingelegt? Ja, hier. So. Oh, auch schön bestiftet. Und hier sitzt er. Wo ist er jetzt hin, der Kerle? Hier ist er. Komm her, alter Faulenzer. Ja. Männliche Biene. Und da habe ich noch wirklich viele, ich habe sogar noch Völker, die haben richtig viel Drohnenbrut angelegt. Also aber das ist normal, das habe ich jedes Jahr. Also das ist hier in der Gegend ganz normal. Ich habe mit Stefan erst telefoniert. Also ich habe mal geschrieben und gesagt, hey du, wir haben ja noch richtig viele Drohnen bei uns hier. Und die haben sogar noch bei ihm die Drohnen bestiftet. Sag ich, ja, das ist normal. Oh, schönes Brutnest. Wirklich, da, Schatzer. Schönes Brutnest. Hier unten ist Drohnenbrut, da ist jetzt Pollen drin. Jetzt müssen wir nur entscheiden, wann wir die Königin käfigen. Wegen der Varroa-Behandlung. So.
Oh, die ist schwer. Ja, gerade haben wir noch davon gesprochen. Hier haben wir Drohnenbrut. Und die ist sogar noch hier frisch bestiftet. Es ist zwar weniger vorhanden, aber sie ist noch definitiv noch da. Oh, die ist schön schwer schon. So. Die ist richtig schwer. Boah. Die hat bestimmt 3 Kilo oder 4. Das ist schon crazy. Das ist nur Futter. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann setzen wir den Sheet wieder rüber. Ja. Dieses Sheet, ja, können wir einfach hängen lassen, da wo es ist, weil es wirklich egal ist. Passt. So, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. So. Also, setzen wir es wieder auf. Dann. So. Ah, geht's mal weg hier. Hopp. Gut, dann brauchen wir die Futterschüssel. Da hängen auch noch ein paar hundert Bienen dran. Oder ein paar tausend, sagen wir mal so. So, und weil ihr so brav wart und die Futterkette noch vorhanden ist, kriegt ihr gleich ein bisschen Futter. Ja. Kriegt ihr gleich ein bisschen Futter. Wie gesagt, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, wieso ich jetzt hier einfach auch tagsüber füttern kann. Aber die Futterkette ist noch vorhanden. Aus dem Grund ist das überhaupt kein Stress, ja. Deckel drauf. So. Fertig. Wichtig ist jetzt, wie gesagt, ihr müsst jetzt schon die Varroen unter Kontrolle haben. Beziehungsweise wir könnten mal auf die Windel schauen. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt so, die letzten Tage, ja. Wenn wir jetzt die Windel anschauen, wie gesagt, eine habe ich gesehen. Ein bisschen reinigen. So. Machen wir es wieder rein. Das war's. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich mache jetzt Feierabend, beziehungsweise ich mache jetzt weiter hier mit dem Jubi-System. Und wenn das Jubi-System rum ist, beim Jubi-System werde ich ja gleichzeitig eine Befallskontrolle machen. Ja, weil beim Jubi-System ist es mir ja wichtig, da wird ja keine Varroa-Behandlung gemacht. Ja. Nur über das System wird ja das gemacht. Also es wird ja eine gemacht, aber über das System. Und weil ich noch nicht so ganz traue, ja, beziehungsweise ich werde es auch nicht ändern, wenn es anders wäre. Ich will aber trotzdem mal schauen, wie viel Varroen haben wir da drin und passt oder passt nicht. Ja. Okay? Nicht vergessen und wir sehen uns. Ciao!